Hallo meine Freunde der Macht und willkommen zurück zur Let's Play Star Wars Battlefront 2 mit dem Len 16 und dem Drachenburschen neben mir. Tja, und wo sind wir heute? Heute sind wir auf Utapau. Und da erwartet uns ein Hinterhalt und General Grievous und seine Armee, ja, die will uns in den Hinterhalt locken und ja, damit wird der Kuss der entscheidende Schlag verpasst. Hoffe ich jedenfalls. Tief im Innern wussten wir, der Krieg war fast vorbei. Die Galaxis hielt den Atem an und wartete auf den letzten gewagten Zug. Wie es das Schicksal will, zog die Republik zuerst. Nachdem der Kanzler den Jedi-Rat informiert hatte, dass General Grievous und die Separatistenanführer sich auf Utapau versteckten, versammelte General Kenobi eine Armee groß genug, um 3 Sternensysteme zu erobern. Als der Befehl für die 501. kam, waren wir bester Laune, denn dies war der Anfang vom Ende. Tja, der Anfang vor Ende, das kann man natürlich auch sehen, wie man will. Und ich bin heute übrigens mal wieder an der Maus, das heißt, wenn jetzt schlecht gespielt wird, bin ich schuld. Noob. Ja, ich fange einfach mal mit der Klontruppe an. Etwas südwestlich von Ihrer Position gibt es ein 2-stöckiges Gebäude. Greifen Sie diesen Kommandoposten an. Wir sind jetzt nur noch wenige Minuten von Order 66 entfernt. Richtig, genau. Und wir sind hier auch... Für den König. Für den König. Oben sieht man noch ein paar republikanische Kanonenboote. Dagobah sieht man nicht, auch wenn das hier irgendwo in der Nähe sein muss. Irgendwo. Wir sind hier in einer der Schluchtstädte übrigens. So heißen diese komischen... Schluchtstädte? Ja, diese Löcher im Boden. Du meinst Schlundstadt. Ja. Schlundstadt, Schlund, ja. Schlund, ja, es ist ähnlich. Schlund. Der Schlund ist mehr so mundartig. Schlucht ist eher so... In die Breite, ja, ich verstehe schon, wie du meinst. Ja. Das ist eher so, da springt man dann... Ja, das machen wir aber sowieso, wenn wir runterfallen, egal. Ja, in den Schlund sagt der andere aber... Ich verstehe, ja. Ich probiere es zu verstehen. So, unsere erste Aufgabe ist auf jeden Fall, einen Kommandoposten einzunehmen. Zum Beispiel ein Krokodil hat einen Schlund. Ja, okay. Ja, ein Krokodil hat keine Schlucht, das ist mir auch klar. Das war wieder ein schöner Soundbug. Ja, ich weiß gar nicht, wo die herkommen, aber ist eigentlich auch egal. Hört man eigentlich eh nicht so. Ja. Und so eine Schlucht hat ja sowas Tödliches und so ein Schlund ist eher sowas Lebendiges. Ja, ich verstehe schon. Und wenn man da in den Teilen lebt, dann ist es eher ein Schlund, weniger eine Schlucht. Wow, der ist geflogen. Oh, was macht ihr denn hier? Zum Beispiel lese ich da auf deinem interessanten Zettel, dass die Schlundstädte in Ebenen aufgeteilt sind. Ja, richtig, ja. Die sind in Ebenen aufgeteilt. Das habe ich auch gar nicht anders. Adelsebene. Adelsebene, genau. Städtische Ebene, Adelsebene, Produktionsebene und Bergbauebene. Ja, die Bergbauebene ist wahrscheinlich ganz oben. Ja, ganz oben. Weil genau. Da muss man Berge bauen. Genau. Und sichern Sie das Gebiet. Wir sollen das Gebiet sichern, das habe ich gerade noch verstanden. Ist aber auch eine schöne Sache und es gab hier übrigens auch mal Ureinwohner, oder es gibt sie immer noch. Und zwar war es einmal das Dactylon, das ist so ein, wie heißt das Viech? Ja, Drachenboss. Okay. Das ist so ein, eigentlich sieht es aus wie ein Dinosaurier mit, ja, einfach so ein Flugsaurier. Der kommt im Dreier dran, oder? Das ist ein Baraktyl im Dreier. Ah, okay. Der ist nämlich das Reittier, das heißt Boga. Und das ist das Reittier von Obi-Wan hier in Episode 3, in der Schlacht. Das sieht doch drachenmäßig aus. Ja, aber das ist trotzdem ein... Baraktyl. Okay. Und dann gibt es noch die Nossmonster, das sind so amphibische Grottenwesen, die irgendwie mit den Sumpfschnecken verwandt sind. Eigentlich hätte ich lieber diesen Panzer gehabt. Den Gap, die sind eigentlich besser. Oder auf Englisch AAP. AAT, Entschuldigung. AAT? AAT. AAT. Österreich. Nee. Nein. Ja, AT ist Österreich. Ja, das AAT schon. Ist ja, ja. Österreich. Österreich, das ist wie der Soundbug, glaube ich. Ja, ist aber ganz lustig eigentlich, der Planet Utapau. Was muss man denn hier machen? Du musst ja einfach die Kommandoposten einer nach dem anderen einnehmen. Richtig, das ist ja gar nicht mal so anspruchsvoll, das hat so ein bisschen was vom Online-Modus. Ja, und dann stehst du vor General Grievous und... Achtung, Spoiler! Au! Hätte lieber Achtung Granate sagen sollen, nicht Achtung Spoiler, da hätte ich mehr von gehabt. Das hätte man doch gesehen, die leuchten hart rot. Ja, aber die ist zu früh explodiert, damit hatte ich nicht gerechnet. Wir sind übrigens hier in Pau-Stadt, das ist hier so Pau-Stadt. Das ist so die Hauptstadt. Die klingt auch ähnlich, genau. Vielleicht ist es ja in deren Sprache Haupt. Nee, das ist das, die Rasse ist das von denen, Pau. Also das ist die... Ach so. Die heißen nämlich Pau. Ach so, dann würde die Hauptstadt von unserem Planeten Menschstadt heißen in deren... Genau, Sinne. Genau. Okay. Und diese Pau, die haben so hier Hautrillen und spitze Zähne und die sieht man auch in Episode 3. Das ist... Kannst du dich erinnern? Das ist so ein langer Typ, so graue Hautfarbe, so rot um die Augen rum. Kann sein. Kann sein. Ich muss die Filme wieder angucken. Ja, Zeit wird's.
Einmal alles halbe Jahr muss man sie schauen. Ja, einmal zum 4. Mai. Ja, genau, 4. Mai ist immer Star Wars Tag, da muss man sowieso immer die Filme schauen. Ja, habe ich verpasst, schade. Ah. Naja, auf jeden Fall, diese Pau machen hier ungefähr ein Drittel, glaube ich, der Bevölkerung aus hier in der Stadt. Und die sind hauptsächlich die Aristokraten, das heißt, die sind für Regierung, Verwaltung und sowas halt zuständig. Imperiale Inquisitor. Genau, und der imperiale... Star Wars Rebels. Genau. Aha, du weißt schon Sachen, die es noch gar nicht gibt. Ja, nein, ich habe mich schon informiert. Bei Star Wars Rebels wird es einen imperialen Inquisitor geben und der... Aua, ist auch ein Power. Jedenfalls schaut er so aus. Aha. Was? Mission nein, ein Fehlschlag. Jetzt habe ich schon wieder zu viel gelabert. Das kommt dann davon. Hatte ich jemals eine Niederlage? Ja, du hattest auch eine. Flugmission. Und deine war deutlich schneller. Nee, bei Felucia war deine Niederlage. Ach ja, weil ich da nicht hingegangen bin. Sag doch bloß, dass ich das verteidigen muss. Mhm, ja, schon klar. Weiter ohne. Jetzt hast du gerade den Part schon wieder gesplittet, oder? Ja, richtig. So, diesmal versuche ich mich mal mehr drauf zu konzentrieren hier. Es ist eigentlich nicht schwer, man muss nur die Kontrollpunkte einnehmen. Und ich glaube auch, dass wir das hinbekommen können. Zwei Versuche. Zweimal daneben. Gut gemacht. Ja, ja. Der Drache, der hat's drauf. Ja, genau. Ich habe ja vorhin gesagt, dass ein Drittel der Bevölkerung auf jeden Fall Pau ist hier in der Stadt. Mhm. In der Stadt oder auf dem Planeten? Nee, hier auf der Stadt. Und dann die anderen zwei Drittel, die da noch übrig bleiben, das sind die... sogenannten... Ja, wie heißen sie denn? Ja, ich versuche es gerade irgendwo rauszulesen. Utai heißen sie, so. Utai. Das sind so klein und stämmig und die sind... Okay, das steht da aber nirgends. Doch, steht da, du kannst das nicht lesen. Und die sind so klein und stämmig und haben so... Zwei Drittel aus Utai. Und haben so Stielaugen, ja. Mhm. Körperliche Arbeit steht da noch. Genau, das heißt richtig. Die anderen war ja so die Regierung und das, die anderen sind da für die körperliche Arbeit zuständig. Aber sie gefällt dir der Stil, in dem ich versuche, Informationen vorzutragen? Ja, das oder soll ich das lieber lassen? Ich glaube, das überlässt du doch lieber mir. Okay. Ist dann doch eher... Jetzt hast du keinen Broker. Ja, ich weiß keiner. AT-AT. So, jetzt komm mal her, du AT-AT. All Terrain... Dragon Transport. Oh, okay. Also es ist ein Aufklärungsfahrzeug. Guck mal, da ist ein kleiner okay, das war's. Das war ein Aufklärungsdroide. Ja, der wollte mir drohen, deswegen auch ein Droid. Ah. So, jetzt versuche ich mich ja wirklich mal hier zu konzentrieren. Den man im Film sieht, der heißt übrigens Tion Medon. Wie heißt der Droide? Droide aus Asterix. Droide. Jetzt fängst du schon wieder Sachen an, die ich wieder nicht weiß. Wir sind nicht bei Asterix, wir sind hier bei Star Wars. Ich versuche hier informiert zu sein. Wie heißt denn der mit dem weißen Bart bei Asterix? Miraculix. Miraculix, danke. Ist echt so? Ja. Echt? Es ist Miraculix. Okay, ich habe jetzt eher an Miracle Whip gedacht oder so. Okay. Aber es wird schon gepasst. Die Wand schießt. Ach nee, das ist ein Aufklärungsdroide. Selbst die Wände sind hier auf Uta Pau gegen uns. Was sollen wir hier machen? Obi. Sie jetzt Hangar 10, dann schicken wir Transportschiffe zu ihrer Unterstützung. Das alles und noch viel mehr. Truppen helfen können. Würde ich machen. Wenn ich Obi waren wäre, gut, da bin ich Obi jetzt sogar. Obi-Wan-Kenobi-Wer. Alter, du musst schon richtig. Ja, ich weiß, du bist der musikalischere von uns beiden. Du kennst dich da besser aus. Das muss man auch leider so gestehen. Das ist übrigens auch einer der wenigen Charaktere, die in allen Filmen zu sehen sind, der gute Obi-Wan. Auch wenn er sie nicht alle überlebt. Ja, auch wenn er in den letzten beiden nur als Geist zu sehen ist. Ja, genau, ja, klar. Yoda auf Dagobah. So. Ja, genau. Dagobah. Ja, ich kann auch Dagobah sagen. Nee, sagen wir Dagobah in der englischen Version. Klingt es deutlich besser. Mhm. Der hat übrigens auch einen Bruder gehabt, der gute Obi-Wan. Der hieß Owen Kenobi. Hat man aber auch nicht gesehen. Das muss man sich auch schon mal tief nachlesen, wenn man das wissen will. Ja, okay. Hat er auch einen Sohn? Nein, er ist Jedi und so. Der einzige Jedi, der Kinder haben darf, ist der Ki-Adi-Mundi, nachdem ich in den Kommentaren dafür gelyncht wurde, dass ich es nicht wusste. Stelle ich das jetzt nochmal klar. Er darf natürlich Kinder haben. Ich habe es auch irgendwo mal gelesen, aber es ist mir in dem Moment dann nicht eingefallen, weil er ja seine Rasse sonst aussterben würde. Ups, das tut mir leid. Er alleine ist der Bewahrer der Rasse. Ja, so. Der hat viel körperliche Arbeit zu verrichten. Genau, deswegen hat er auch so einen langen Kopf. Ja. Ja, hey komm, wenn du mit so einem Mist anfängst, kann ich auch weitermachen. Was? Nix. Ich kann ja auch Lichtschwerter werfen. Ja. Er hat von Grinner Grievous vorhin erzählt, wundert mich, dass der noch nicht da, gar nicht da ist. Ich muss mal aufpassen, dass ich das Ding einnehme, sonst verkacke ich es bloß wieder. Grievous kommt nach Order 66. Ja, aber der müsste ja auch hier bald auftauchen. Denke ich mal. Ups, jetzt habe ich gespoilert. Oh nein, das darfst du hier wirklich, Der wurde übrigens auf Stewjohn geboren, der gute Obi-Wan. Was? Ja, Stewjohn, das kennt man auch nicht. Okay. General Grievous ist in Hangar 10. Erledigen Sie ihn, bevor er unsere Streitkräfte auslöscht. Das ist nach irgendeinem komischen Moderator benannt, der Planet, warum auch immer. Das war
So eine andere Geschichte. So, oh, das ist Grievous. Grievous, mein aller Freund. Zwei Schwerter. Ja, das sind zwei zu wenig. Ja, doch, er kann auch alle vier auspacken, glaube ich. Ja, der hält doch beide gleichzeitig, oder? Ja, er hat ja so vier Arme. Ja, genau. Und die, der macht kann ja Schaden. Ja splitten. Oh mein Gott, ein Laserschwert macht Schaden. Ja, aber er blockt irgendwie nicht. Oh, drüber gesprungen. Aber ich habe irgendwas anderes getroffen. Ich muss noch ein paar von den Grünen killen, sonst verrecke ich hier gleich. Ja. Der hieß übrigens früher mal Queenman J. Shilal, den ich bestimmt schon wieder falsch ausspreche, der gute Grievous. Ja. Der war nicht mal so ein Stammeskrieger vom auf dem Planeten Kali war der. Der wurde auch geboren und vom Volksstamm der Kalischwarer. So. War auch mal ein außergewöhnlicher Scharfschütze damals zu der Zeit und war so, zusammen mit seiner Freundin, die hieß Ronderu Leech Kumar, hieß die. Und zusammen mit der war er halt so unbesiegbares Trio, wurde so fast schon als Gott verehrt von seinem Volk. Trio? Duo. Trio. Duo, ja, zwei ist immer ein Trio, nee. Grievous, seine Duo. Frau. Ich hab's ja noch verbessert. Ich hack jetzt drauf rum. Gut gemacht. In Hangar 10 sind einige Luftabwehrgeschütze, die unseren Fliegern Ärger bereiten. Sie müssen diese Geschütze zerstören, damit die schweren Hilfseinheiten landen können. Okay. Ah, wir haben Grievous schon besiegt, also ich nicht, aber unsere Truppen haben ihn besiegt. Er ist abgehauen. Achso, vielleicht kommt er dann wieder. Ja. Davon muss auf jeden Fall die Dinger zerstören. Du solltest zuhören. Ja, ich weiß. Du solltest nicht nur den Zettel links lesen, du solltest auch zuhören. Ich kämpfe ja auch noch. Ich lese nicht. Ich blicke nur ab und zu mal rüber und hole mir eine Inspiration. Zum Beispiel könnte ich dir dann auch sagen, dass eine Freundin davon Grievous irgendwann mal gestorben ist in einem Kampf, weil sie getrennt worden sind, die beiden. Und ja, dann ist er halt gestorben. Grievous fand das halt nicht so toll. Also er hieß damals noch nicht was, Grievous. Was, wirklich? Der fand das nicht so toll? Nee, deswegen hat er sich dann Grievous genannt, was auf Deutsch übersetzt voller Kummer heißt. Ach so. Genau. Und, okay, ich dachte voller Hass. Aber ja, kann auch voller Hass. Also ich glaube, es war voller Kummer. Ja, nee, gut, nee, ich beziehe das jetzt nur auf den Grievel aus Dota. Ach so, ja, okay, gut. Ja, nee, damit möchte ich nichts zu tun haben. Dota. Gut. Nein, ganz falsches Spiel. Ja. Na, auf jeden Fall. Irgendwann bringe ich dich schon zum Dota. Ja, genau. Irgendwann. Auf jeden Fall gab es da mal den. Auf die Dota, sag ich. Auf die Dota. Nein, damit habe ich nichts zu tun. Wie gesagt, auf jeden Fall gab es dann irgendwann mal so einen Krieg, da sind so eine Rasse eingefallen, die hießen die Hood. Hook. Entschuldigung. Hook. Die Hood. So eine Rasse. Jetzt kannst du mal aufhören, alles bei mir zu hinterfragen, wenn ich mich wieder spreche. Das ist ja schlimm. Ich habe ja nichts zu tun, ich bin ja nicht mal an der Maus. Oh. Ich muss mich auf gar nichts konzentrieren, also muss ich mich auf deine Grammatik konzentrieren. Ja, okay, gut. Einer muss es ja machen, wenn ich es schon nicht mache. Richtig. Ja, ich bin ein bisschen mehr Lebensenergie bekommen. Na gut, auf jeden Fall sind die Hook da eingefallen von der Hook-Coburg und. Ja. Und da gab es dann. Vertreter. Genau, da gab es dann einen ziemlichen Krieg und der Grievous hat dann eben verschiedene ihrer Welten erobert und zu Kolonien gemacht. Panzer. Zerstören Sie jetzt den Energieturm. Okay, Energie-Dings müssen wir irgendwas zerstören. Auf jeden Fall, genau, die sind da eingefallen und der Grievous hat dann eben ihre Welten erobert, weil er das halt ziemlich sauer war, dass die da eingefallen sind bei ihnen. Hat da ziemlich viele Kolonialwelten eben erschaffen sozusagen. Das fand die Republik nicht so geil, haben ihn deswegen... Ich? Ja, die fanden das irgendwie nicht so toll. Haben gemeint, er soll es halt zurückgeben, hat er halt nicht eingesehen. Okay, ich sollte, glaube ich, der ist eh gleich hinter, ich muss mir irgendeine andere Einheit nehmen. Ach, du meinst der Obi? Obi ist gleich hinter, genau. Ich sehe ja die Lebensanzeige nicht, da ist ein schöner Popschutz davor. Oh. Schöner Platz zu sterben. Er ist ja nicht gestorben, er ist vom Schlachtfeld gegangen. Genau, und diese Reparationen von der, also diese halt, diese zahlen mussten, oh, da kommt es mittlerweile republikanische Kanonenbude sogar, genau, und die Republik haben auf jeden Fall den Planeten vom Grievous halt ziemliche Strafen auferlegt und das hat dann zu einer Hungersnot geführt, weil die halt schon ziemlich, ja, ziemlich drastisch waren, diese wirtschaftlichen Sanktionen und das hat dann dazu geführt, dass eben die Bevölkerung gestorben ist, weshalb der Grievous dann auch einen gewissen Hass auf die Republik bekommen hat. Aha, okay. Aber natürlich sind dann die Ich hör dir voll und ganz zu. Das solltest du auch, ja. Und auf jeden Fall sind dann irgendwann die freundlichen und netten Separatisten aufgetreten und haben gesagt, ja hey, wir zahlen das für dich alles, wenn du für uns eine Aufgabe machst, eine Mission machst. Und das hat er natürlich auch gemacht und ist danach eben aus dem Vertrag ausgestiegen. Das fanden die Separatisten dann nicht so geil, haben deswegen ein Attentat auf ihn gemacht. Und das hat er dann mit Mühe und Not so überlebt. Und dann wurde er zu Grievous. Genau, der Count Dooku hat ihn dann gerettet nach dem Attentat. Und hat ihn eben zu Grievous machen lassen, so. War er damals noch gut, der Dooku? Ne, da war er ja schon auf der Seite der Separatisten. Warte, Dooku war doch ein umstrittenes Mitglied der... Was denn? Nix. Ich versuche hier zu kämpfen, mehr nicht. Macht hier Gesten, ja. Ja, ich glaube, er wollte mich darauf hinweisen, dass ich nicht wieder so einen Schmarrn erzähle. Genau. Das wollte ich an der Stelle verhindern. Mhm. So,
genau, er wurde dann eben wieder gerettet auf Befehl von Count Dooku eben und hat das Angebot bekommen, der Führer der Separatistenarmee zu werden. Ja, das wollte er eigentlich nicht machen, aber da sie ihm auch angeboten haben, dafür endgültig diese Hungersnot auf Kali, also auf seinem Heimatplaneten, zu beenden, hat er dann doch eingewilligt. Ja, das ist die Geschichte vom guten Grievous, damit ich die auch mal erzählt habe. Interessant, oder? Ja. Doch, es passiert auf jeden Fall eine Menge. Ja, ich habe... Du hast dich auf das Spiel konzentriert. Ich habe währenddessen Solitär gespielt, ich weiß jetzt gar nicht, wo wir sind. Nee, Solitär... Oh, ich will da rein, ich glaube, sonst sterbe ich hier gleich. Der ist, glaube ich, schon ziemlich kaputt. Der ist auch vor allem bemannt gewesen. Ach, der war bemannt. Interessant. Ja, bedruidet war der eher, nicht bemannt, aber so, wo müssen wir denn hin? Da müssen wir, dann starte ich mal hier. So, ich muss das ehrlich mal schaffen, da rumzukommen. Sonst Panzer, ich begrüße Sie. Ich will es nicht schon wieder verkacken, die Mission. Wäre peinlich. Jetzt wäre es peinlich, ja. Du hast nur noch einen, gell? Scheiße, ich komme da nicht. Nein. Du hast nur noch einen. Ja, ich bin zu langsam, man braucht mir ewig, um da rumzukommen, das ist das Problem. Du bist der Letzte. Ja, ich bin gern der Letzte. Der letzte Mexikaner. Mohikaner heißt der Film. Ja, aber South Park. Gut, das kenne ich nicht und find's auch immer noch nicht lustig. Aber ich bin der Letzte. Kunstbanause. Ja, Kunstbanause. Aber wenn ich das Ding zerstöre, müsste ich eigentlich wieder welche bekommen. Ich muss es nur irgendwie schaffen, diesen Generator zu zerstören, der aber irgendwie verdammt viel aushält. Dein Mitfahrer, dein letzter Überlebender, der schießt gerade nur auf den Panzer. Vielleicht ist es gar nicht so eine dumme Idee. Und das war's auch. Nein, das ist noch nicht. Noch ist nichts vorbei. Jawohl. Was? Wir kriegen keine Verstärkung dafür? Oder? Ja, weil es schon fertig ist. Echt? Haben wir es geschafft? Ja. Bitte sag das. Ja! Boah, das war knapp. Das war für meinen Geschmack fast schon zu knapp. Boah. Puh. Durch den Tod von General Grievous durch General Kenobi hat der Utapau-Angriff den Separatisten das Rückgrat gebrochen. Unter normalen Umständen wäre es Zeit gewesen, dies zu feiern. Aber unsere nächsten Befehle setzten solchen Gedanken ein jähes Ende. Mein jedes Ende. Ah ja, ein Getränk haben die Pauaner auch noch entwickelt. Weltweit bekannt, die Pauaner-Spezi. Okay, der musste einfach sein, tut mir leid. Ich glaube, die ist nicht mal weltweit bekannt. Aber sie ist in München bekannt und das reicht. Ja. Also wir meinten die Pauaner-Spezi natürlich. Aber Pauaner-Spezi, beste Spezi. Beste Spezi, genau. Also wenn ihr Spezi trinkt, immer Pauaner-Spezi. Davon sollte ich mich mal sponsern lassen. Na gut. Ja. Machen wir so einen Kasten, das wäre so. Immer so einen Kasten, gell. Ich mache mir jetzt eine Pauaner-Spezi mal auf. Speichern. So, jetzt erstellen wir mal einen neuen Speicherpunkt. Nein, du es nicht. Nein. Ich heiße Drachen. Nein. Ich halte dich davon ab. Nein, lass mich doch Drachenbursche schreiben. Da steht aber Drachebursche. Nein, kann man da nicht mehr rein. Nein. Ich werde das zu Händen. Nein. Da muss ich hier kämpfen um den Speicher. Jawohl. So. Verdammt. Endlich mal einen gescheiten Speichernamen hier erstellt. So, und wir sehen uns im nächsten Part. Bis dahin eine wunderbare Zeit. Und möge Coruscant mit euch sein. Servus.